willkommen bei Davidson. Der Frühling naht in großen Schritten und da musste ich was bemerken. Pigmentflecken. Und die kommen nach einem gewissen Alter und ich muss auch ganz, ganz ehrlich sagen, früher war ich sehr, sehr viel draußen in der Sonne und jetzt sehe ich sie. Zum Beispiel hier habe ich einen ganz, ganz großen Fleck und da hilft jetzt noch im Frühling Sellerie. Sellerie ist ein Wahnsinnsgemüse sozusagen. Es ist ein Doldengewächs, genauso wie Petersilie. Und wir kennen es eventuell von den Frühjahrskuren, da nehmen wir meistens die Stangensellerie, weil die ist ein bisschen milder sozusagen, wenn wir es pressen und trinken. Aber sozusagen die Knolle, ja, die hat es wirklich in sich. Sie hat Vitamin E, Vitamin C, B1. Ja. Also ist für die Haut ein Wahnsinn. Und genauso wie für den Körper entschlackend, entzündungshemmend und durch Vitamin E, Tocopherol, nimmt es ein bisschen sozusagen diese Verfärbung der Haut wieder zurück. Wir müssen aber aufpassen. Es hat dort Furokumarine, da muss ich immer aufpassen, wie ich das sage. Ja. Das ist sensibel sozusagen. Diese Kumarine, die wirken auf Licht, Lichteinstrahlung. Daher, wenn man sich gerade mit Selleriesaft zum Beispiel betupft hat, aber das zeige ich euch dann, wie das geht, ja, dann nicht direkt in die Sonne rausgehen, weil dann kann es Ärger werden. Also ich nehme meistens die Knolle jetzt, dann presse ich diesen Saft ab und tupfe meine Haut, vor allem wo ich diese leichte bräunlichen Flecken habe, ab, auch im Gesicht, circa 10 Minuten einwirken lassen. Bitte, bitte achten, wenn man eine Allergie bei Doldengewächse hat, zum Beispiel Petersilie, wie gesagt, ja, dann nicht verwenden. Ja? Also immer vorher alles testen, einfach schön auf die Haut, nach 10 Minuten runterwaschen. Oder man macht es ein bisschen sanfter und auf Anti-Aging und man nimmt Topfen dazu. 40% im Topfen. Im Sommer ist es Topfen kühlen. Das ist ein Hammer mit kühlen Topfen drauf. Bisschen Selleriesaft ist herrlich. Im Winter würde ich den Topfen leicht erwärmen. Dadurch ziehen die Wirkstoffe Milchsäurebakterien, wie es meine Lieblingsbakterien sind, Milchsäurebakterien für die Haut. Also Milchsäurebakterien, warmer Topfen, Selleriesaft und wirklich vor allem Dekolleté. Ab 40 kann es arg werden, vor allem wenn man viel in der Sonne draußen war. Also darauf achten. Und sonst also sagt man dem Selleriesaft eine gewisse, sage ich mal, sexuelle anregende Kraft. Also man kann schauen, ich meine, jetzt ist der Frühling, man weiß jetzt nicht genau, ist es Sellerie oder einfach die Hormone, aber auf jeden Fall, was sie kann, irrsinnig viel für unsere Haut tun. Sie ist entschlackend, innerlich auch, wir wissen es bei den Frühjahrskuren, aber auch für unsere Haut. Ein bisschen topfen vielleicht ein bisschen Saft topfen, mit ein bisschen Saft, erwärmt leicht, ja, zieht sofort ein. Haben wir auch etwas für unsere Haut getan, ein bisschen aufgehellt. Aber nochmal, Achtung, bitte nicht sofort raus in die Sonne. Ja? Also das ist kontraproduktiv. Also, ihr Lieben, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir folgt, mich liked und ich habe so viel, wir haben so viel Obst und Gemüse und die Natur gibt uns jetzt so viel. Ich habe irrsinnig viele Rezepte für euch und ich freue mich, euch nächstes Mal bei Davidson begrüßen zu dürfen. Es ist immer, ich bin immer so drinnen und ich rede und rede und ich freue mich so sehr, also bei mir begrüßen zu dürfen. Also bis bald.